27 Mitgliedstaaten sind in Brüssel vertreten. Dies bedeutet auch ziemlich viele und unterschiedliche Sprachen im Europäischen Parlament. Eine berechtigte Frage, wie verständigt man sich da untereinander und welche Rolle spielt dabei die deutsche Sprache? Frau Hülmer, wie genau kann man sich das vorstellen mit den vielen Sprachen? Also in den sogenannten Plenarsitzungen und auch in den Ausschüssen, also auch in Fraktionssitzungen, gibt es Dolmetscher, sogenannte Simultandolmetscher. Also da wird gesprochen und gleichzeitig übersetzt. Ich bewundere die. Und da sind 23 Amtssprachen. Sollte Kroatien zum Beispiel noch dazukommen, gäbe es eine weitere Sprache, dann hätten wir 24 Sprachen. Das gilt für die großen Sitzungen. Wenn wir uns allerdings bilateral unterhalten, dann ist es doch sehr sinnvoll, des Englischen mächtig zu sein. Die meisten sprechen Englisch, einige Spanisch. Spanische Kollegen sprechen hingegen aber mehr das Französische, sodass es für mich ein echter Vorteil ist, auch Französisch zu sprechen. Aber Englisch ist letztendlich die Lingua Franca. Wir haben drei Arbeitssprachen, da gehört Deutsch auch dazu, weil Deutsch die meistgesprochenste Sprache ist. Trotzdem, Lingua Franca ist Englisch und wenn man sich mit seinen Kollegen unterhalten will, dann muss man das Englische doch beherrschen.